Zum Arbeitsbesuch auf Jamaika. Die deutschen Reggae-Pioniere von Silly Walks Diskothek. This is the Hamburg song on the rhythm. Artist called Professor. Silly Walks Diskothek aus Hamburg. Seit über 20 Jahren gehören sie zu den Reggae-Soundsystem-Pionieren Europas, sind als Produzenten und als Label weltweit anerkannt. Ihr letztes Projekt ist ein Album mit Künstlern aus aller Welt, vorrangig aus Jamaika. Am Mutterland des Reggae führt kein Weg vorbei. Wie das so ist mit Musik, Talente wachsen überall. Und dadurch, dass es auf Jamaika einfach Alltagskultur ist und mit einer beispiellosen Intensität gelebt und gemacht wird, kommen die meisten Talente immer noch aus Jamaika. Aber es gibt auch anderswo große Talente. Deswegen verwebt sich das eigentlich immer mehr. Aber der Kern des Geschehens ist Kingston, Jamaika. Erste Station der Reise ist Penthouse Records, das Label der Produzentenlegende Donovan Jermaine. Seit über 25 Jahren setzt er den Standard für moderne Reggae-Produktionen. Donovan Jermaine war lange Zeit der Manager von Buju Banton und hat mit Barris Hammond und Marcia Griffiths und Tony Rebel und ist für einen Großteil von vielen Karrieren der großen Reggae-Artists der 90er Jahre verantwortlich. Wenn ich mir aussuchen dürfte, überhaupt, wo ich arbeiten wollen würde auf Jamaika, dann wäre es genau da. Und insofern sind wir genau da gelandet, wo wir auch gerne hingewollt hätten. It's a family atmosphere. Das ist eine sehr intime Atmosphäre hier. Kein Wettbewerb. Wir unterstützen uns gegenseitig. Trust me. Ehrlich, wir sind wie eine Familie, wie ein Team. Einer hilft dem anderen. Gemeinsam machen wir es erst möglich. Und doch wird die Stimmung von einem grausamen Verbrechen getrübt. Wir sind an einem Dienstag angekommen auf Jamaika und direkt abends am Flughafen oder im Weg vom Flughafen in die Stadt haben wir schon gehört, dass es gerade einen Vorfall gab, wo in Montego Bay in einem Haus eine Gruppe von Frauen vergewaltigt worden ist, in so einer Art Massenvergewaltigung. Und das hat natürlich die ganze Insel in Aufruhr versetzt und das war das Top-Thema da überhaupt. Es kam auch eine große Diskussion auf, ob der Werteverfall, der zu solchen Ereignissen führt, ob der nicht auch durch die Texte der Dancehall-Songs begünstigt wird. Im Zentrum der Kontroverse steht zurzeit der junge, von den Kids frenetisch gefeierte Künstler Tommy Lee. Er schlüpft in die Rolle des von Dämonen Besessenen und bricht mit seinen nihilistischen Texten im christlich bigotten Jamaika derzeit alle Tabus. Jede Generation hat ihre Musik. Aber es sind die negativen Texte, von denen man sich fernhalten sollte. Auch wenn es die Dancehall-Künstler nicht wahrhaben wollen. Aber die Texte haben einen schrecklichen Einfluss auf gewisse Teile der Gesellschaft. Das kann man nicht leugnen. Als Reaktion auf die Ereignisse hat Donovan Jermaine ein All-Star-Line-Up seiner Künstler zusammengetrommelt und mit Stand Against Rape ein Statement gegen sexuelle Gewalt geliefert. Silly Walks unterstützen das Projekt, produzieren das Video zum Song. Eine überraschende Einladung ins jamaikanische Frühstücksfernsehen ist die Folge, wo sie neben Stand Against Rape auch ihr aktuelles Album Storms of Life vorstellen. Mit Exco Levi, der auch den Titeltrack gesungen hat, stehen weitere Aufnahmen auf dem Programm. To the human race.
Es ist ganz einfach. Wir versuchen, echten Reggae zu machen. Das fehlt in den letzten Jahren, vor allem in der westlichen Welt. Die Musikindustrie wird von einem ganzen Bündel negativer Dinge beeinflusst. Das ist nicht die richtige Richtung. Dafür haben die Ikonen wie Bob Marley oder Peter Tosh nicht gelitten. Hausbesuch bei einem der Golden Voices des Reggae, Freddie MacGregor. Beim heutigen Vorsitzenden der Künstlergewerkschaft gibt's Lob fürs neue Album und eine Einschätzung zur aktuellen Debatte um Gewalt und Musik. Den Leuten ist der Hype heute oft wichtiger als Talent, leider. Unsere Stimme ist bedeutend. Wenn wir die richtigen Dinge sagen, werden die Menschen zuhören. Und wenn wir die richtigen Dinge tun, dann werden sie folgen. Das sollten wir auch in der Musik machen. Fußball. Erste Liga. Heimspiel von Boys Town FC aus Trenchtown, dem Verein von Sänger Torch. Beim Kick wird der Videodreh zum Albumtrack Good Reggae Music besprochen. Sobald der Ball ruht und der Regen endet, geht's los. Play with some good reggae music, yeah. It's a reggae music, yeah. Cause we can afford to go losing. It's a reggae music. Bevor es mit neuen Bildern und frischen Sounds zurück nach Hamburg geht, ist ein Besuch im Trenchtown Reading Center Pflicht. Die Gratisbibliothek und Bildungseinrichtung wird seit einigen Jahren von der deutschen Reggae-Szene unterstützt. Gegründet wurde die Initiative Help Jamaica von der auf Jamaika lebenden Historikerin Birte Timm. Alles begann sehr klein. Wir haben Hilfe von der Musikindustrie in Europa bekommen, um Kindern auf Jamaika Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können. Daran glauben wir. Bei uns in der Gullyside gab es eine Schießerei zwischen der Polizei und einigen Bewohnern. Einige der Kinder waren traumatisiert. Ganz offensichtlich. Das merkte man daran, wie und was sie sprachen, was sie sangen. Sehr gewalttätig. Aber wir können uns nicht nur auf das Negative konzentrieren. Zurück in Hamburg. In ihrem Wohnzimmer, der vielbesungenen Astra-Stube unter der Sternbrücke, gibt's fürs Publikum frische Töne aus dem Mutterland. Mit Chronix konnten Silly Walks einen der hottesten Newcomer der Reggae-Szene für eine Zusammenarbeit gewinnen. Eine Clubtour mit Chronix ist für den Sommer in Planung. Und die nächste Jamaika-Reise ohnehin. Blendender Musikgeschmack und energetische Bühnenperformance. The Hives im Tracks.